Wartet. So, Aufzeichnung läuft. Hallo an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen regulären Podcast bei meinem kleinen Kinokanal. Heute mit einem Thema, auf das ich schon sehr lange Bock hatte. Und natürlich auch passend zum Kinostart des neuesten Filmablegers. Und wen holt man sich natürlich bei so einem coolen Thema wie Conjuring dazu als nicht Moritz? Schön, dass du heute dabei bist. Ich dachte, du sagst die Nonne oder so. Wen holt man sich bei The Conjuring natürlich dazu? Die Nonne oder die Moritz? Ich steh gerade hinter dir. Ach so, na, dann ist ja gut. Perfekt. Perfekt. Sie winkt gerade schon in die Kamera. Hallo an alle da draußen und freut mich dabei zu sein und über eine Reihe zu reden, deren Hauptableger gut sind und alles dazwischen und davor und außerhalb ist so lala. Meiner Meinung nach. Aber wir reden heute mal drüber. Genau, also es geht ja heute ums Conjuring-Universum, weil ja jetzt ganz frisch dann Nan 2 in den Kino startet, wo ich ja, du weißt, ich bin ja großer Conjuring-Fan und ich mochte ja den ersten der Nan. Ich habe natürlich ja auch Ich habe natürlich die Tage nochmal geguckt. Ich bin natürlich eingedeckt mit The Disc und wie gesagt, startet jetzt in den Kinos. Übrigens nicht zu verwechseln mit einem anderen Danan, den habe ich natürlich auch da. Das ist so ein spanischer günstiger Horror, der heißt auch Danan, hat aber mit Conjuring nichts zu tun. Geht zwar auch um eine böse Nonne in dem Film, aber bei der Nun geht es ja um einen Dämon in Nonnengestalt, den Valak. Den kennen wir ja auch schon aus Conjuring 2, der bin natürlich auch da. Ist ja mein liebster Conjuring-Film. Und genau, du hast ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Der Nun Teil 1 war für dich eher eine Enttäuschung. Kann man sagen. Die Frage, wirst du dir den zweiten Teil trotzdem angucken oder lässt du ihn aus? Ich war erst skeptisch, habe dann auf Instagram eine Freikarte gewonnen. Dann dachte ich mir, okay, dann guckst du dir halt an, jetzt hast du schon diese schöne Karte, du gewinnst mal was, bist mal glücklich. Der Film wird dich wahrscheinlich nicht glücklich machen, aber du gehst trotzdem ins Kino. Ja, ist er jetzt der erste große Horrorfilm auf dem Weg Richtung Halloween? Also es geht jetzt langsam los. Demnächst kommt ja einiges, es kommt ja der neue Exorzist, es kommt der Freddy's Night, also dieser Puppenhorror da, sage ich jetzt mal, und was kommt noch? Saw kommt noch, also es starten jetzt viele Horrorfilme und die Nonne, der Valak, macht den Anfang. Was ja viele gar nicht auf dem Schirm haben bei Conjuring, das ist ja das erfolgreichste Horror-Franchise. Wo diese insgesamt jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Filme gibt es jetzt da, die weltweit über 2 Milliarden Dollar eingespielt haben. Das zeigt natürlich schon, dass man mit Horror auch Geld verdienen kann. Jetzt natürlich, was ich natürlich auch viele fragen, Danan, wo kommt die Nonne her? Oder woher kommt das Conjuring-Universum? Das basiert ja auf den echten Fällen vom Ed und der Lorraine Warren, die ja so eine Art Geisterjäger waren in Amerika, so 70er, 80er Jahre. Und da haben sich dann ein paar kluge Leute um James Warren gedacht, Mensch, da machen wir doch ein Horror-Franchise draus und tun diese Fälle quasi ein bisschen noch aufpeppen, damit sich die Leute was zum Gruseln haben. Also stimmst du mir da überein oder sagst du da, das ist, also ich glaube, dass du ja auch da ein bisschen belesen bist, du hast es ja auch so mitbekommen mit diesen wahren Fällen. Warte, wie siehst du das, wenn man solche Geistergeschichten verfilmt oder so potenzielle Geistergeschichten? Also ich habe mich ja danach natürlich belesen, wenn man die, ich habe den ersten zu logischerweise zuerst gesehen von The Conjuring oder habe ich Annabelle? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den ersten Conjuring zuerst gesehen. Und
da wird ja dann, glaube ich, sogar eingeblendet, dass das auf irgendwie realen Ereignissen basiert. Auch der zweite Teil, aber zu dem kommen wir später. Und dann habe ich mich natürlich mal belesen und dachte mir, okay, klingt interessant, aber klingt auch so, als hätten die gewaltig was an der Klatsche gehabt. Und ich muss sagen, es ist schon spannend, darüber zu lesen. Und ich finde es auch interessant, dass sich James Wan da gedacht hat, lass mal einen Film draus machen. Und es hat ja auch geklappt. Die ersten beiden Conjuring-Filme sind, die haben das Rad nicht neu erfunden, aber die sind unterhaltsame. Halb Exorzismus, halb, ja, keine Ahnung, Grusel, wie soll ich es nennen? Es sind einfach gute Horrorfilme für einen schönen Abend, wenn man sich ein bisschen gruseln will. Für Hardcore-Horror-Fans oder hartgesonnene ist es jetzt vielleicht etwas zu wenig, aber es ist sehr atmosphärisch, also zumindest die ersten beiden. Ich mag den zweiten ja auch noch ein bisschen mehr. Du magst ihn wahrscheinlich auch am meisten, hast du ja eben gesagt. Ja, das ist halt aus diesem Franchise ist das mein liebster Film. Und dann kommt schon der Nun. Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir kommt Conjuring 2, dann kommt Conjuring 1, muss ich sagen. Der zweite ist halt noch mal krasser, glaube ich, weil der spielt erstmal in diesem schmierigen London-Haus mit diesem alten, komischen Geist da. Den Und es war mir Cecil, noch ja. etwas eklig. Es war mir noch etwas ekliger als im ersten Teil, muss ich gestehen. Ich meine, der erste Teil hat auch tolle Szenen mit diesem Schrank und so. Aber der erste Teil ist am Ende halt auch nur so ein Exorzismusfilm wieder. Ich meine, der hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Bin ich noch zu hören? Ja, natürlich. Weil ja war gerade irgendwie, ist gerade was auf meinem Bildschirm aufgeploppt und Skype war auf einmal weg. Jetzt war ich verwirrt. Wo war ich? Ja, wie gesagt, ich mag den zweiten mehr. Auch weil da die Figur von Wallach kommt und da hat man eigentlich Lust dann auf den Film. Wenn man dann den anderen einzieht, hat man keine Lust mehr auf die Figur. Es ist schon krass, wie verschieden die Filme sein können und wie sehr ein Film Lust auf eine Figur machen kann, wenn sie ein paar Sekunden zu sehen ist und wie sehr der andere Film das dann zerstören kann mit 1,5 Stunden. Für mich. Ja, aber wie gesagt, Conjuring und der reale Hintergrund finde ich erstmal eine geile Idee, das zu verfilmen. Gibt ja genügend Stoff und es erinnert mich sehr an, wie heißt der Film? Poltergeist. Kennst du den? Ja, natürlich ist Da gibt es im ja auch Horror-Genre dieses. ist das ein Klassiker. Genau, da gibt es ja auch diese. Ich glaube, es ist kein Ehepaar da, aber da gibt es ja auch diese Geisterforscher oder Geisterjäger, die paranormalen Aktivitäten nachgehen. Und das hat mich, da hat mich vieles dran erinnert. Es war nicht ganz so abgespaced wie Poltergeist, aber es hat schon die besten Momente oder das Beste aus Poltergeist rausgeholt, sage ich mal, und verwendet für Conjuring. James Wan. Und bei James Wan ist auch immer so, entweder Hit oder Miss, habe ich das Gefühl, weil James Wan, was hat er alles gemacht? Er hat Aquaman gemacht. Er hat die Conjuring-Filme gemacht. Hat er nicht sogar Fast and the Furious mal inszeniert? Ja, den fünften oder sechsten, glaube ich. Ich glaube sogar den 600. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall James Wan, interessante Person. Und es ist krass, wie sehr die Filme von ihm auseinanderliegen manchmal. Wobei aber James Wan schon eher im Horror-Genre ist. Er hat ja auch die Saw-Reihe ins Leben gerufen. Stimmt. Ich glaube, sogar die Insidious-Reihe ist er ja auch mit Ja. drinnen. Natürlich, wie gesagt, auch die Conjuring-Reihe, das ist ja alles, was er ja quasi mit ins Leben gerufen hat. Und was ich auch, weil du schon angesprochen hast, so bei diesen Conjuring, so dieses Auf und Ab, man merkt halt deutlich, bei welchen Filmen James Wan Regie geführt hat und bei welchen Filmen, dass er halt nur als Produzent dabei war. Also am krassesten merkst du natürlich jetzt bei Conjuring 3 im Vergleich zu Conjuring 2, dass halt, dass es gar nicht mehr so diese Atmosphäre hatte als jetzt der zweite Teil. Wo ich aber finde, man sieht den Valak gar nicht bloß ein paar Sekunden, sondern er hat schon ein paar Momente, wo er auftritt, auch mit diesem Gemälde da in diesem Zimmer, wo er zu sehen ist. Und dann auch in dieser Schlusssequenz, wo er dann in diesem Zimmer ist und die Lorraine quasi jetzt endlich diesen Namen hat.
Und da muss ich auch sagen, ich hatte dann nach dem Film so richtig Bock auf die Nonne. Und ich finde auch, also ich kann verstehen, dass einige diesen mit der Nun wenig anfangen können. Aber ich glaube schon so, dass man mit dieser Zeit, wo der Film spielt, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien, in diesem abgelegenen Kloster, wo diese Sachen passieren. Also ich glaube, darauf können wir uns zumindest einigen. Die Grundidee von der Nun ist ja nicht mal schlecht. Das stimmt, das mit dem Rumänien, Zungenbrecher, mit dem rumänischen Kloster und der Umgebung und dem geschichtlichen Hintergrund, das ist keine schlechte Idee, aber ich komme mal zu den Problemen mit dem Film, meine Probleme. Der Film ist große Strecken einfach langweilig. Der muss ja nicht das Rad neu erfinden, das machen die Conjuring-Filme ja wie gesagt auch nicht, aber der denkt sich halt einfach, es ist gruselig, zum 200. Mal in eine dunkle Ecke zu filmen, Buh zu sagen und dann kommt ein Jumpscare. Und das hat man halt schon so unendlich viele Male gesehen. Und die Charaktere sind alle blass und dieser französische Junge oder wie auch immer, du weißt, welchen ich meine, Frenchie. der hat den ganzen Film gefühlt nur diesen einen Gesichtsausdruck drauf. Es ist schrecklich, den anzusehen. Der kann, okay, zwei, sind mal fair. Der kann so erschrocken gucken, so ganz, wow, Hilfe. Und er kann so lüstern gucken, wenn er die junge Nonne sieht. Mehr kann er nicht. Und ich finde den Film, also ich habe jetzt für den Podcast extra den Film nochmal geschaut. Ich verstehe, warum ich ihn damals nur einmal geguckt habe und dann nie wieder. Also der war echt enttäuschend. Ich habe mich ja wie du auch total drauf gefreut, wegen Valak aus Conjuring 2, wegen diesen kurzen Szenen, die er da hatte, die aber sehr einprägsam waren und gruselig. Auch die Schauspielerin von der Nonne macht das ja auch super. Die sieht ja auch ohne Make-up eigentlich schon ziemlich gruselig aus, wenn man das so sagen darf. Aber der Film, ja, wie gesagt, leider eine Enttäuschung. Was wollte ich noch sagen? Ich freue mich trotzdem auf den Nonnen 2. Ich bin natürlich immer positiv gestimmt, wenn ein neuer Film kommt und ich bin kein Pessimist, also mal gucken, was das wird. Ich freue mich trotzdem drauf, weil der Trailer war ja schon mal ganz atmosphärisch eigentlich. Ja, und die ersten Kritiken lassen wir mal David Hein aus. Sind ja doch recht positiv. Die teilweise ja loben, dass er gruseliger ist als der erste, dass er noch atmosphärischer sein soll. Und er spielt ja auch ein paar Jahre nach dem ersten Teil, diesmal in Frankreich, in einem, glaube ich, in einer Art Kloster oder Nonnenschule oder was das ist. Internat soll es sein. Oder Internat. Also ich habe da schon Lust drauf, jetzt zu sehen, wie es mit diesem Dämon weitergeht, der ja so diesen, also ich glaube, wir können ja schon ein bisschen bei der Nun ein bisschen spoilern, der ja diesen dieses ins Gesicht gespuckte Blut überlebt hat, dass er da am Ende abbekommt, dieses Blut von Jesus Christus. Das ist auch, muss ich jetzt schon ehrlicherweise sagen, so ein Punkt, wo ich mir gedacht, das hätten es vielleicht noch ein bisschen ausführen können. So dieses Thema mit diesen Tempelrittern und dass der Valak da schon früher vielleicht in dem Kloster so aktiv war, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, so diese Geschichte, was da dahinter steckt. Und vielleicht auch zu dem Priester hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können, weil ich fand einfach die Figur auch vom Grundsatz her ist schon interessant, dass der so ein gebrochener Mann ist, der da aus diesem Exorzismus, den er da im Weltkrieg gemacht hat, einfach so quasi so sein, ja, wie soll ich nicht sagen, sein Glauben verloren hat, aber das ihn einfach geprägt hat. Und dann hast du diese Novizin, die ja quasi ja diese Erscheinungen hat oder dieses Gespür für dieses Übernatürliche, was ja dann später auch die Tochter im Film von diesen Lawrence ja auch hat. Die ist ja auch so veranlagt. Also da hätte man schon, da muss ich dir recht geben, man hätte aus den Figuren mehr rausholen können. Dann, wie gesagt, die Hintergründe allgemein hast du ja jetzt nochmal genau beleuchtet. Wenn der zweite Teil es schon ein bisschen besser machen würde, wäre ich ja schon zufrieden. Da hatte ich schon gesagt, ja, der Kinobesuch hat sich gelohnt. Ich schraube ja meine Erwartungen jetzt schon runter, weil ich den ersten Teil, wie gesagt, kenne.
Und der Fakt, dass die Figuren aus dem ersten Teil dabei sind, stimmt mich nicht unbedingt positiv. Weil ich kann den Es ist Schauspieler ja. von dem Jungen immer noch nicht leiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss aber an dieser Stelle einwerfen, ich finde, dass diese Novizin, also diese, wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Die ist mit der Vera Farmiga verwandt. Ja, das ist Ich ihre glaube, jüngere Schwester. die heißt Tara. Die ist, glaube ich, ihre Cousine oder Schwester, genau. Nein, die jüngere Schwester ist es. Ja, ich glaube, sie heißt Tara oder so. Ja, aber ich muss nachgucken, wie es im Film heißt, wie die Nonne heißt. Also die Novizin steht jetzt leider nicht drauf. Ja, ist ja jetzt Tessa egal. Ihr wisst ja alle, wen wir meinen. Famiga heißt die. Na, ich meine, wie die Figur, die Filmfigur heißt. Oder die Figur, die sie spielt, diese junge Nonne. Ja, ich weiß nicht, ich gucke gerade. Ich habe nur Tessa den Namen gesehen. Schwester Irene heißt die. Genau. Ich muss aber schon sagen, dass diese Tessa, glaube ich, heißt die Schauspielerin, oder? Tessa. Dass sie diese Figur aber trotzdem, wie ich finde, sehr gut spielt. So dieses einerseits so dieses etwas noch ja blauäugige, aber auf der anderen Seite doch so dieses Fokussierte. Sie möchte hier Gott ihr Leben schenken. Also sie hat schon einen klaren Plan von ihrem Leben. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo sie dann mit diesen Dinosauriern versucht, zu erklären, dass die Bibel ja gar nicht so wortwörtlich genommen werden soll. Also diesen Witz, den sie auch noch hat. Also die Anlagen sind schon mal gut bei der Figur. Und wie gesagt, ich finde die auch, dass die Irene, das hat mich schon überzeugt, wie sie gespielt worden ist. Ja, wie gesagt, ich finde, dass diese, wie heißt das, die Tessa Farmiga noch der einzige Lichtblick so im Cast ist, neben der Schauspielerin von der Nonne. Dieser Priester hat mich auch wenig begeistert, weil, wie gesagt, wir kriegen so 30 Sekunden einen Background von ihm erzählt, der sehr oberflächlich war, wie ich fand. Und die Farmiga macht das noch sehr gut. Also die spielt das mit Nuancen ausbalanciert und dieses Unerfahrene, aber eigentlich hat sie Bock, draußen in der Welt was zu entdecken. Auch noch etwas unbeholfen, aber sie macht das gut. Also das kann ich auch loben. Das ist wahrscheinlich auch einer von den beiden Sternen, die ich gegeben habe bei dem Film. Ja, aber das ist ja bei Conjuring ist es ja so, das besteht ja nicht nur aus Warlock, sondern gibt es ja auch noch die anderen Ableger. Also das ist ja quasi, diese Conjuring sind halt so die Hauptfilme. Und dann hast du halt diese Ableger, ist ja auch diese Annabelle-Reihe, diese drei Filme, die es dann noch gibt über diese besessene Puppe. Und diesen Lyronas Fluch, der ja eigentlich mit dem Conjuring ja nur deswegen verbunden ist, weil dieser eine Priester da drin vorkommt. Manchmal denke ich mir beim Conjuring-Universum, ich vermisse immer so ein bisschen, auch wenn ich das Franchise sehr, sehr mag, so dieses, das was andere Franchise, also was zum Beispiel Marvel jetzt mit dieser Infinity-Geschichte so gut gemacht hat, irgendwie so dieses große Ganze, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das fehlt mir so ein bisschen. So diese, wo alles, also wo jetzt die Annabelle mit reinspielt, wo der Valak mit reinspielt. Wie gesagt, Die das fehlt Frage mir so ein ist bisschen ab. halt, wie willst du das bei so einem Horror-Franchise mit eigentlich abgeschlossenen Geschichten machen? Willst du dann so im großen Finale, dass Annabelle, The Nun und wer auch immer noch alles gegen die Warrens kämpft? Oder es ist halt Nein, das schwierig jetzt irgendwie. nicht, aber dass man vielleicht irgendwie mal so auch die, also ich weiß natürlich die Intention, weil dieser Ableger ist ja, dass man diese einzelnen Figuren ja separat so ein bisschen beleuchtet. Genau. Und natürlich hast du ja auch in den Annabelle-Filmen, du hast bei The Nun, du hast ja diese Warrens hast du ja immer irgendwo in kleinen Szenen, dass du es mal für 2 Sekunden siehst oder so. Aber was ich zum Beispiel mal nicht schlecht finden würde, weil ja sich die Filme oder die Figuren ja doch zeitlich ein bisschen überschneiden, dass man da vielleicht mal zum Beispiel in einem Annabelle-Film mal auch einen Peak bekommt, dass da gleichzeitig der Warlock unterwegs ist oder bei der Nun,
dass man dann vielleicht in so einer Abspannszene auch mal vielleicht diese Annabelle-Puppe mitsieht, dass du einfach so dieses Gefühl bekommst, dass die zwar einerseits eigenständige Figuren sind, aber dass die trotzdem die Verbindung bekommen zu diesem großen Ganzen. So habe ich das jetzt gemeint. Da fällt mir jetzt auch auf Anhieb nur ein, dass in Conjuring 2 der Valak zu sehen ist. Mehr fällt mir da auch wirklich nicht ein, muss ich sagen. Und du siehst halt in Conjuring die Annabelle-Puppe. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, du hast schon recht. Ich habe auch das Gefühl, da war von Anfang an nie dieser Plan dahinter, dass das ein Franchise wird, weil dieser Lorona-Fluch, das wurde ja erst bekannt, dass der überhaupt mit dem Conjuring-Universum zu tun hat, als der ins Kino kam. Genau. Das wurde ja vorher nicht mal angekündigt. Ich habe den bis heute auch noch nicht gesehen. Ich wollte den eigentlich noch mal als Vorbereitung schauen, aber den gab es nirgendwo. Den gab es nicht auf Netflix, den gab es nicht auf Prime. Dann dachte ich, okay, dann ist es halt so. Der soll ja auch nur mittelmäßig sein. Also habe ich nichts verpasst anscheinend. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also ich habe den ja gesehen, den Lyronas Fluch, also jetzt auch nur einmal im Kino damals. Wenn jetzt, wie gesagt, dieser Priester da nicht seine 10 Sekunden Screentime hätte, dann würde es ja die Verbindung auch gar nicht geben. Also du hast hier keinerlei Warrens, du hast hier keinen Valak, du hast hier, also diese Geschichte wird diese Mutter da, wo quasi diese Kinder da holen möchte, das hat ja so eigentlich mit diesen ganzen Sachen, was diese Warrens gemacht haben, ja gar nichts. Aber das ist, wie gesagt, nur diese eine Figur, die diese Verbindung herstellt. Darum würde ich, also finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass man diesen Film damit so ein bisschen mit reinrechnet, weil er halt einfach thematisch mit diesem Franchise eigentlich gar nichts zu tun hat. Auch wenn, wie gesagt, diese Figur da vorkommt. Aber für mich ist das irgendwie jetzt kein Grund, dass man jetzt den Film mit aller Macht da jetzt hineindrücken will in dieses Franchise. Ich bin mir auch sicher, dass das einfach nur so eine spontane Idee war, dass man diesen Priester damit reinschreibt, um vielleicht, sag ich mal, die Leute, ja, ich sage jetzt mal auch aus Marketinggründen, vielleicht in den Film zu locken. Das war einfach ein Marketinggrund, ja, genau wie du schon gesagt hast, dass mehr Leute da reingehen und sich dann sagen, ey, den haben wir doch schon in den angesehen und das ist ein Film aus dem Conjuring-Universum. Lass den mal gucken, der ist bestimmt gut. Und ja, das so gut ist war alles er jetzt dahinter. Nicht, aber das ist für mich als auch der schlechteste Film in diesem ganzen Franchise, weil er halt einfach, wie gesagt, mit dem Franchise gar nichts zu tun hat. Und ich fand ihn halt auch wirklich also jetzt nicht schlecht gemacht, aber er war halt jetzt so das Gefühl tausendste Horrorfilmchen, wo es halt um so eine besessene Mutter geht. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es bei mir wahrscheinlich The Nun oder Annabelle 3. Den fand ich auch ziemlich grottig. Also The Nun oder Annabelle 3. Annabelle 2 mochte ich übrigens mehr als den ersten, sei noch gesagt. Ja, da kann ich dir sogar zustimmen. Für mich ist Annabelle 2 auch von diesen drei Annabelle-Filmen der beste. Der hat halt nochmal so eine andere Stimmung wegen diesen Kindern und diesem Waisenhaus. Und wenn Kinder und Horror und Angst, das ist immer nochmal eine andere Ebene, wie ich finde. Und da hat man sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, was Kreatives zu machen, glaube ich. Also ich habe den nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich glaube, deswegen mochte ich den. Ja, der hat auch, wenn ich mich recht erinnere, noch einen recht namhaften Cast. Wie gesagt, ich bin großer Conjuring-Fan, aber ich habe jetzt nicht jeden Film und jeden einzelnen Film jetzt halt gleich in Erinnerung. Oder ich mag jetzt jeden gleich. Ich habe auch nicht jeden Film zu Hause in der Sammlung stehen. Also ich warte, bis es da irgendwann mal so eine schöne große Box gibt, wo alle drin sind. Dann würde ich dem ja auch mal zulegen. Es ist halt allgemein das Thema, oder wo ich mich auch immer frage, warum muss man manche Geschichten noch unnötig in die Länge ziehen. Also für mich hätte es gar keine drei Annabelle-Filme gebraucht. Ich wäre mit ein oder zwei schon zufrieden gewesen. Lieber
hätte man diesen Crockett Man noch gemacht, der ja jetzt nicht kommt, den haben sie ja abgesagt. Der kam ja auch in Conjuring 2 vor, dieser kraxlige Typ da, der da durch das Treppenhaus läuft. Den fand ich auch richtig stark. Da hätte ich mich auch über einen Film gefreut, aber naja. Da habe ich mir dann gedacht, lieber hätte man doch den Film gemacht als eine Annabelle 3. Ja, ich fand den ersten Annabelle schon scheiße. Ich mochte nur den zweiten, wenn ich ehrlich bin. Es hat aber auch wahrscheinlich daran, was damit zu tun, dass der Regisseur von Annabelle 2, der hat vorher Lights Out gemacht, der auch von James Wan produziert wurde. Den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Der war solide, oder? Mhm. Das ist der, wo immer das Licht ausgeht und dann... Genau. Ja, du weißt, wen ich meine. Aber der hat auch zum Beispiel die beiden Shazam-Filme gemacht, die ja auch solide sind. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass der zweite Annabelle ganz gut ist oder ganz okay. Aber eins muss ich trotzdem zu Annabelle sagen, ich finde es trotzdem cool, dass man so diese Puppe auch ein bisschen durch diese Spin-off-Filme ein bisschen beleuchtet bekommt, weil die ja auch in ersten Conjuring ja so eine doch durchaus interessante Rolle einnimmt, vor allem auch in Bezug auf dieses mysteriöse Zimmer, was die Warrens haben, wo diese ganzen Relikte drinstehen, wo ja quasi keiner rein darf. Das gibt es ja heute noch. Bitte? Das gibt es heute noch. Ich würde so gern mal rein und diese Puppe anfassen. Ja, dann müssen wir dann beide nach verflucht. Amerika fahren. Das machen wir nächsten Sommer. Und wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, ich finde, wenn dieses Conjuring-Universum, und das ist, glaube ich, das, was mich bei diesen Annabelle-Filmen noch am meisten überzeugt, dass man da oftmals oder immer wieder auf dieses Zimmer zurückkommt. Vor allem, wenn dann diese Tochter dieser Warrens da reingeht, wie sie da mal alleine zu Hause auch ist, weil die Eltern ja weg sind. Und dann quasi entfesselt sie diese Puppe aus diesem Glaskasten, der durch einen Priester ja quasi gesegnet ist, dass das Böse drin bleibt. Das, wie gesagt, das hat mich so ein bisschen bei diesen Annabelle-Filmen gehalten. Einfach, dass man diesen Raum wieder bekommt, und ich würde mir halt wünschen, dass dieser Raum einfach viel, viel präsenter in dem ganzen Franchise wird. Ich kann nur zu Annabelle zusammenfassend sagen, der zweite Teil ist besser als Megan von diesem Jahr. Aber Megan hat also ja damit jeder, der Megan, zu tun. Na, es ist auch eine Puppe. Puppenfilme. Also ich meine, es ist ein schlechter Vergleich, weil Megan ist eine Hightech-Puppe, aber trotzdem, Puppe ist Puppe. Jetzt hast aber das hier den kleinsten gemeinsamen Nenner rausgesucht. Ja, ich kam nur gerade auf Megan, weil der dieses Jahr rauskam. Da dachte ich mir, wir hatten schon so viele Puppenfilme. Lass doch mal gut sein jetzt. Da müsste für dich der beste Puppenfilm Willy's Wonderland sein. Das ist ja nochmal was anderes. Aber ja, Willy's Wonderland ist toll. Hat aber leider auch mit Conjuring nichts zu tun. Ja, ja. Nee, ich bin gespannt. Aber ich weiß, ein bisschen Nicolas Cage muss immer sein. Stimmt, haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Nicolas Cage ist toll. So, jetzt nochmal, zweites Mal. Ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm, was nach dann 2 von Conjuring noch kommen soll? Weil der Crooked Man wurde ja zum Beispiel gecancelt, leider. Also was bestätigt ist, ist Conjuring 4. Weiß nicht, da ist ja auch wieder der James Wan nicht Regisseur, deswegen schwierig. Der dritte Conjuring war schon sehr schwach im Vergleich zu den ersten zweien. Leider. Also ich habe auch vom dritten Conjuring nur noch so grob die Handlung im Kopf. Da ging es ja um diesen einen jungen Typen, der doch irgendwie jemanden umgebracht hat und dann plädiert hat, dass er vom Teufel besessen war. Genau, das beruht auch wieder auf so einem wahren Fall. Und die aber Warrens recht von mir habe ich von der Handlung auch nicht mehr. Also das ist auch einer der schlechteren Conjuring-Filme. Ich habe mich dann auch damals schon ein bisschen geärgert, warum James Wan das nicht zumindest nicht bei den Hauptfilmen noch selber Regie macht. Von mir aus, also er braucht es nicht bei den Spin-Offs hier der Regisseur sein, aber ich fand es ein bisschen schade, dass er bei dem Hauptfilmen schon nicht mehr dabei sein, also nicht mehr auf dem Stuhl sitzen will. Das geht mir nicht so richtig in den Kopf rein, warum er sich da auch so zurückzieht.
Ich glaube, der ist kein Fan von Franchise oder Fortsetzungen, weil der hat ja Saw 1 gemacht, dann keinen anderen Saw-Film mehr. Der hat Insidious 1 gemacht, dann kein, und Insidious 2, na gut, vielleicht dreht er maximal zwei Sachen. Weil er hat Insidious 1 und 2 gemacht, er hat Conjuring 1 und 2 gemacht. Dann hat er Malignant gemacht, vielleicht auch deswegen nicht Conjuring, weil er damit beschäftigt war. Fandest du eigentlich Malignant? Fand ich richtig großartig. Okay, Ich weiß, das ich ist war auch ein da Film, sehr gespannt. den viele gar nicht mögen, der auch sehr spalterisch ist beim Publikum, aber ich fand ihn grandios. Ich war sehr unentschlossen, wie viele Punkte ich dem geben sollte, weil der hatte ja nochmal am Ende so einen richtig krassen Dreher. Also da wird er ja nochmal zu einem ganz anderen Film eigentlich. Da fand ich ihn richtig stark, aber so die erste halbe Stunde, Stunde war der schon so der typische Angsthasenfilm wieder mit billigen Jumpscares, muss ich sagen. Aber der hatte auch gute Momente, da muss ich dir recht geben. Also ich bin da hin und her gerissen irgendwie. Aber Ja. also man hat trotzdem bei Malignant gemerkt, dass jetzt James Wan Regie führt, weil er hat trotzdem immer in seinen Filmen noch so etwas drinnen, das was halt andere Regisseure nicht haben. Also ich finde schon, man merkt es bei einem Film, ob James Wan den bloß produziert hat oder ob er auch Regie geführt hat, ist jetzt meine klare Meinung. Darum, wie gesagt, merkst du auch beim Conjuring-Universum, dass diese zwei ersten Conjuring-Filme halt richtig stark sind. Und dass halt so der Rest halt, jetzt wie gesagt, meiner Meinung nach, der Nun ausgenommen, halt dann doch teilweise schon stark abfällt. Ja, bei Conjuring hast du halt diese Atmosphäre in den ersten beiden Filmen und noch recht originellere Ideen als in den anderen Ablegern. Bei Malignant, oder Malignant, da fällt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zur Handlung ein. Es ist meistens kein gutes Zeichen. Ich weiß nur noch, dass es da um diesen Killer geht, der so, es ist nicht so ein Tumor, Zwilling, bla bla bla, irgendwie sowas. Achtung, Spoiler. Und am Ende gibt es dann so eine krasse, brutale Szene, die mochte ich in dieser Gefängniszelle. Du weißt, was ich meine. Also da hat er gezeigt, dass er krass wieder krasses Zeug inszenieren kann. Da hat man auch seine Handschrift gesehen. Aber sonst fand ich, das war ein sehr untypischer Film für James Gunn. James Gunn, sage ich schon. James Wan. James Gunn, genau. Aber nee, für James Wan war Malignant schon irgendwie zu blass, fand ich fast. Muss ich leider sagen. Ja gut, da sieht man mal wieder, wie so die Meinungen auseinandergehen. Also ich respektiere nur jede Meinung, wenn man es auch Ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt aus dem Podcast. Tschüss. Wenn man es auch fundiert begründen kann. Es gibt ja viele, die sagen einfach nur, der Film ist scheiße. Und wenn du dann fragst, ja, warum, ja, ist halt so. Dann denke ich mir, okay, dann kann ich es nicht so nachvollziehen, wenn man es, wie gesagt, nicht plausibel erklären kann. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich bin mit dem Film nicht warm geworden, die Geschichte war jetzt nicht meins, das lasse ich noch eher gelten, als wenn jemand einfach nur sagt, ja, ist halt scheiße und langweilig, dann denken wir ja dann begründet halt, warum ist der Film langweilig. Ich glaube auch bei Malignant hat James Wan vielleicht auch ein bisschen experimentiert. Also so kam es halt für mich auch rüber, Kann dass er sein. es ausprobiert hat. Vielleicht, weil er gewusst hat, wenn er wieder das macht, was er immer gemacht hat oder was er halt gerne macht, dass halt sofort wieder die Vergleiche kommen. Ja, das ist nur ein billiger Abklatsch von Saw oder es ist ein billiger Abklatsch von Conjuring. Ich glaube, dass er da einfach auch was ein bisschen ausprobiert hat. Das kann schon sein. Ich glaube, die einzige Filmreihe, wo du jetzt mittlerweile nicht mehr begründen musst, wenn du sagst, das ist scheiße, ist Fast and the Genau. Furious. Weil da glaubst du ja auch so jeder. Aber sonst stimme ich dir zu, ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Malignant gesehen habt, weil das ist eine der krassesten wie sage ich es, der krassesten Diversitäten. Da gibt es die krassesten Diversitäten bei diesem Film. Da gibt es dieses eine Lager, das lobt den hoch in den Himmel, und das andere Lager sagt, was ist denn das für eine Krütze?
Und ich bin da ein bisschen dazwischen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den gesehen habt, wie ihr den findet. Und ob ihr James Wan-Fan seid. Ich mag ja Saw sehr, ich mag den ersten Insidious und die zwei Conjuring-Filme auch. Deswegen, ich muss sagen, eigentlich bin ich James Wan-Fan, aber er kann, wenn er nicht aufpasst, manchmal auch zum Klogriff werden. Sage ich es mal so. Ja, ich bin halt der Meinung, bei James Wan der hat sich natürlich durch diese ganzen Horrorfilme so einen gewissen Ruf aufgebaut. Ja. Und dann haben natürlich die großen Studios auch angeklopft. Haben wir natürlich auch diese, wie du ja schon gesagt hast, diesen einen Fast and Furious und Aquaman. Jetzt kommt dann noch Aquaman 2 hinzu. Also haben ihm die ja auch so richtig große Knaller an die Hand gedrückt. Was ich jetzt vielleicht noch vermuten würde, ist, dass er einfach dadurch, dass einfach sein Marktwert in Hollywood so groß ist, dass er einfach vielleicht auch von sich aus sagt, ich muss jetzt gar nicht mehr alles machen, sondern ich suche mir einfach nur noch das aus, worauf ich wirklich Bock habe und wo vielleicht auch die Bezahlung stimmt, und hält sich bei anderen einfach jetzt wie bei den ganzen Conjuring-Sachen einfach nur noch im Hintergrund auf, ist halt quasi der Produzent, hat halt vielleicht ein bisschen weniger zu sagen, hat zwar noch was zu sagen, aber einfach, wie gesagt, einfach aufgrund seines Marktwerts, dass er einfach, das habe ich wahrscheinlich tausendmal einfach gesagt, dass er da in dieser Richtung schlichtweg einfach vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen ist, dass er jetzt hier bei jedem Film hier Regie macht. Ja, dann frage ich mich aber, warum er Aquaman 2 macht, weil da sieht der Trailer schon wieder richtig kacke aus. Wahrscheinlich hat er auch mal gesagt, ja, okay, ich brauche ein bisschen Freizeit-Money für nebenbei. Ja, der erste Aquaman war ja doch finanziell sehr erfolgreich. Aber war das ein guter Film für dich? Also er ist, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, er ist auf jeden Fall besser als viele der letzten Marvel-Filme. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, im Kino fand ich den richtig gut. Und dann habe ich den zu Hause nochmal geschaut und fand den richtig scheiße. Ich weiß nicht, warum da auf einmal so ein Defizit da war. Aber ja, muss ich vielleicht auch nochmal gucken. Er ist auf jeden Fall besser als Ant-Man and the Wasp. Ant-Man 3 meine ich. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja, vieles ist, das meiste ist besser als Ant-Man 3. Ja, da ist sogar Leoronas Fluch ist besser als Ant-Man 3. Und sogar, wenn man es jetzt in deiner Ding sieht, ist bestimmt sogar der Nun besser als Ant-Man 3. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Nun und Ant-Man 3, jetzt wirst du mich wahrscheinlich schlachten, aber ich finde die so auf einer Ebene. Ja, ist deine Meinung. Ich respektiere deine Meinung. Ich bin nicht wie andere, die dann hier gar keine andere Meinung akzeptieren und gleich ausfallend werden. Aber wie gesagt, ich weiß, dass bei der Nun, dass da viele gibt, die da nicht begeistert sind, aber komischerweise ist es im Conjuring-Universum der finanziell erfolgreichste Film. Der Nun? Ja. Der hat am meisten Geld eingespielt von allen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist wieder so ein Fall, wo ein Film sehr viel eingespielt hat, der eigentlich sehr schlecht weggekommen ist bei den Leuten und bei den Kritiken, würde ich mal sagen. Krass, aber für Horrorfilme, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist gut für Horrorfilme, weil der Film ist schon so das Horrorfilm einmal eins. Aber vielleicht kann der zweite Teil mich ja doch noch überzeugen. Aber krass, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, Conjuring 2 oder Conjuring 3, aber obwohl Conjuring 3 kam ja in der Corona-Zeit, oder? Mhm. Das konnte auch nicht sein. Also ja, kann schon sein. Nee, wirklich, also der Nun hat weltweit knapp 365 Millionen eingespielt und der zweiterfolgreichste ist Conjuring 2 mit 320 Millionen. Also sind über 40 Millionen mehr ist jetzt weltweit, also wir machen jetzt ein bisschen Zahlenwerk, weil das ich finde immer Zahlen so spannend. In Amerika zum Beispiel ist Conjuring 1 der erfolgreichste der neun Filme bis jetzt.
Da ist das Danan ist auf Platz 2 in Amerika. Wenn man jetzt auf Deutschland geht, ist auch Danan mit weitem Abstand der erfolgreichste des Conjuring-Universums. Da ist dann seltsamerweise Conjuring 3, also wenn man es jetzt nach Einnahmen geht, da ist dann der zweiterfolgreichste Conjuring 2 in Deutschland und dann kommt schon Conjuring 3. Also da merkt man schon, obwohl Conjuring 3 jetzt nicht so der Burner war, oder wenn man es jetzt in deinen Worten sagt, dann nein, war auch kein Burner, dass einfach diese Filme irgendwie trotzdem die Leute ins Kino bringen. Das ist schon krass. 300, über 300 Millionen für einen Horrorfilm. Müsste ich jetzt mal die Zahlen haben von dem S-Kinofilm von 2017. Der S oder ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Bei S, ich glaube, der erste, also die Neuverfilmung war, glaube ich, bei knapp 800 Millionen, glaube ich, so um den Dreh. Also es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sicher, 800? Also Ich schau mal nach. Und der zweite S war nicht ganz so erfolgreich, aber die zwei S-Filme sind auf jeden Fall die finanziell erfolgreichsten Horrorfilme. Das kann ich mir also aus Einzelfilme gerechnet. Ich schaue. Gut, da steckt aber auch natürlich eine ganz andere Basis dahinter. Es ist natürlich Stephen King. Es gibt natürlich war der erste auch gesplittet, das Original? Ich weiß es gerade gar nicht. Weißt du das zufällig, ob der erste S auch gesplittet war? Schon, oder? Aus den 90er Jahren. Der erste S, das war ein Fernsehfilm. Und der wurde fürs Fernsehen gesplittet, aber die Blu-ray ist eine lange Fassung. Okay. Also das ist früher im Fernsehen gezeigt worden als Zweiteiler, aber wahrscheinlich hintereinander direkt oder am nächsten Abend halt. Und die Blu-ray, die habe ich ja stehen, das ist ein 3 Stunden noch was Film. Also ja, der ist nicht mehr gesplittet. Hier steht der S1 von 2017. Hatte Produktionskosten von rund 35 Millionen US-Dollar und hat an den Kinokassen ungefähr 701,8 Millionen eingenommen. Das ist krass. Wow. 117 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja. Na, wie gesagt, bei S hast du einfach dieses ganz, das ist einfach. Stephen King ist natürlich ein ganz anderer Name jetzt im Horror-Genre. Und man muss auch dazu sagen, die Clowns-Figur. Und genau, alles in der Roman drumherum. Was wollte ich sagen? Genau, Pennywise. Das ist einfach eine Figur, die gibt es halt auch schon viel, viel länger. Aber ich muss sagen, ich glaube schon, dass Warlock auch so in 20 Jahren vielleicht im Horror-Genre so einen Kultstatus haben wird, diese Horror-Nonne. Also das bin ich mir sicher, dass diese Figur auch im Horror-Genre, dass die da ihre Fußstapfen hinterlassen wird. Weiß nicht. Ich meine, es wurde ja schon oft in so Billigfilmchen kopiert, diese Figur als Horror-Nonne, aber so einen Kultstatus, wie jetzt zum Beispiel ein Terrifier irgendwann besitzen wird oder jetzt schon hat, glaube ich eher nicht. Dafür sind die Filme nicht. Haben die Filme zu wenig Aufmerksamkeit bekommen? Ich meine, wenn der jetzt wenigstens so brutal wäre wie Terrifier oder so schockierend wie irgendwas, aber so besonders sind die Filme nicht. Und da, ich glaube, bei so eine Bekanntheit, da muss auch das Publikumsecho groß sein und der Hype. Aber bei den Nonnen, ich weiß nicht, da bin ich mir nicht sicher. Da würde ich jetzt lieber nochmal abwarten. Ein oder zwei Filme, um das sagen zu können. Also da bin ich noch vorsichtig. Aber wir sind uns, glaube ich, einig bei Arte Clown, dass der auf jeden Fall ein Kultfilm ist. Ja, das sowieso. Weil das ist ja jetzt auch noch so ein Beispiel von einer neueren Figur. Ja, guck, du musst aber auch dazu sagen, bei Terrifier ist halt natürlich, kommt auch hinzu, die haben das marketingtechnisch natürlich extrem gut gemacht. Mit diesen Berichten aus Amerika,
wo Leute im Kino in Ohnmacht gefallen sind, wo sie im Kino rausgetragen werden mussten. Das ist ja nicht das Marketing des Films, das sind ja die Leute durch Social Media, das ist das Internet, das das nochmal angekurbelt hat. Ja, aber das ist trotzdem in gewisser Weise Marketing, weil das in gewisser Weise aber auch ausgeschlachtet worden ist. Also man hat es schon gewusst, wie man diese Berichte nutzen kann, damit dieser Film auch entsprechend Promotion bekommt. Ja, das stimmt. Zwei richtig gute Filme sind. Der erste ist nicht so gut wie der zweite, aber ja, gehe ich mit. Die sind wirklich sehenswert in ihrem Genre. Aber bei den Nun hast du halt nicht so besondere Schauwerte irgendwie. Da kannst du nicht sagen, das ist jetzt besonders brutal, das ist weder besonders gruselig, das ist weder besonders schlau geschrieben. Ja, schwierig. Ja, also was ich jetzt bei Warlock oder bei der Nun eher noch glaube, also natürlich Brutalität ist jetzt nicht das, aber ich glaube schon, dass diese Figur doch einen gewissen Gruselfaktor hat. Also ich möchte jetzt dem Warlock so nicht begegnen. Also er möchte das schon. Gerade in Conjuring 2 gibt es schon zwei, drei Szenen, wo schon richtig beängstigend ist, wenn du so diese Nonne da dich auf dich zukommen siehst. Also ich glaube, dass die Faszination wirklich aus diesem doch Unheimlichen kommt, was diese Figur umgibt. Ja, aber wie du sagst, Conjuring 2 ist nicht der Nun, der mir vor dieser Figur Angst macht. Wenn ich den Nun gucke, habe ich keine Angst vor dieser Figur. Da kriege ich nur jedes Mal fast einen Herzinfarkt, weil die scheiß Jumpscares überhand nehmen. Da kriege ich nicht diese Atmosphäre aufgebaut, die Conjuring 2, die James Wan schafft, in 2 oder 3 Minuten aufzubauen mit dieser Figur. Das ist schon krass. Und da sieht man schon, dass James Wan eine ganz andere Art hat, mit einer gruseligen Figur umzugehen. Und der weiß, wie man die in den Raum stellt und dass man da langsam Angst bekommt. Der muss nicht unbedingt auf den Jumpscare aus sein. Und das hat halt der Nun für mich verkackt. Ist halt einfach so. Ja, es gibt, also für mich gibt es schon auch bei der Nun ein, zwei Szenen, wo Warlock schon einen gewissen Unheimlichkeitsfaktor hat. Natürlich, da muss ich dir jetzt recht geben, in Conjuring 2 ist es bedeutend natürlich besser gelöst. Darum hoffe ich jetzt natürlich, dass sie es jetzt in der Nun 2 nochmal besser machen. Ja. Es ist natürlich, wir können jetzt mal ein bisschen auch in die Zukunft philosophieren. Meinst du, dass sie bei der Nun, jetzt Stand heute, ohne dass du den Film jetzt gesehen hast, meinst du, dass die dann trotzdem noch ein, zwei Filme dranhängen werden? Also wenn ich jetzt mal anfangen darf, meine persönliche Meinung ist schon, dass der Nun 2 noch nicht das Ende sein wird. Ich glaube, die werden es wie bei Annabelle machen, dass es eine Trilogie wird. Ich denke auch, dass der Nun 2, der hat ja bestimmt auch nicht so hohe Produktionskosten und dass der bestimmt auch wieder, wenn er die Hälfte vom ersten Teil einspielt, dass dann ein dritter Teil kommen wird, denke ich schon. Weil, wie gesagt, man sieht es bei Annabelle, der ist auch gut gelaufen. Die sind auch gut gelaufen, die 3 Filme, deswegen, warum nicht? Ich denke schon, dass man da die Kuh so lange melken wird, bis sie umfällt. Nee, es ist, weil du es gerade ansprichst, mit Einspielung. Ich habe ja so nebenbei so ein bisschen das Zahlenwerk mir schnell hergesucht. Also der Nun 2 hat offizielles Budget von knapp 39 Millionen und hat aber jetzt schon, also Stand von heute, hat der Film schon, jetzt muss ich bloß kurz in die Grafik kurz wechseln, dass ich auch hier nichts Falsches sagen kann. Der hat schon weit über 100 Millionen auch eingespielt. Der steht jetzt schon bei 160 Millionen. Der läuft wohl schon in den USA oder wie? Genau, in Amerika und in einigen Ländern läuft er ja schon und hat jetzt quasi nach 1,5 Wochen schon 160 Millionen eingespielt. Also der ist jetzt quasi schon im Plus. Auch da sieht man wieder, dass die Conjuring-Filme, das ist auch so was so Faszinierendes, dass die, ich sage jetzt mal, im Schnitt haben die ja so um die 20 Millionen, also wenn man es so alle rechnet und dann halt durch 9 teilt, so zwischen 20 und 30 Millionen Budget und spielen aber
alle mindestens 120, 130 Millionen ein. Also dieses, die haben schon eine relativ hohe Gewinnspanne. Und das finde ich halt auch so faszinierend, dass man es nach 8, 9 Filmen immer noch schafft, dass das Budget, das ja für einen Horrorfilm ja hoch ist, also 40 Millionen ist ja für einen Horrorfilm schon viel Geld, dass die dann trotzdem noch, ich sage jetzt mal, ein 4-, 5-faches, 6-faches von dem Geld nochmal wieder einspielen. Ja, daran merkt man ja auch, dass die Leute Horrorfilme sehen wollen, dass die bereit sind, auch Geld auszugeben und Zeit und ins Kino zu gehen und einen guten Horrorfilm sehen zu können. Aber das Traurige ist halt dann, dass die Qualität und das Niveau dann eher oft enttäuschend sind. Ich meine, wir hatten dieses Jahr auch schon Talk to Me, wir hatten Evil Dead Rise, wir hatten, wie hieß denn der andere? Boah, schieß mich tot. Scream 6? Wie hieß denn der? Ich weiß es nicht, ist egal. Wir hatten auch schon ein paar gute Horrorfilme, das ist mein Punkt. Wir hatten aber auch schon viel Durchschnittliches. Hier, wir hatten den The Pope's Exorcist. Als den fand ich aber irgendwie, weil du es gerade ansprichst, ich fand ihn, also er war jetzt natürlich keine Glanzleistung, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie so im Nachgang trotzdem nicht mal so schlecht. Ich sage ja, durchschnittlich ist ja auch nicht schlecht, aber es ist nichts, was man noch nicht schon gesehen hätte und nichts, was nicht schon in dem Film erzählt wurde. So meine ich es ja, es ist ein Exorzismusfilm. Mit Russell Crowe. Ja, der ist noch das Beste am Film. Der macht auch den Charme aus, wie der immer diese Witze macht und das gefällt Satan nicht, das ist schon ganz lustig. Aber ja, wie gesagt, ich finde, die Leute haben einen Anspruch darauf, dass Horror wieder ein bisschen besser wird. Mainstream-Horror kann. Wie bitte? Dann können wir jetzt darauf verweisen, da müssen die Leute ein bisschen mehr Ari Aster gucken. Genau, da kommt er auch beim Podcast. Kannst du auch schon mal ankündigen. Aber wie gesagt, ich will noch meinen Satz zu Ende bringen. Der Mainstream-Horror, das bedeutet ja nicht, dass Mainstream-Horror schlecht ist. Ja, der erste S von 2017 war ja auch schön, zum Beispiel. Es war ja auch ein schöner Film und guter, der hatte auch ein paar gruselige Momente und es war Mainstream-Horror, aber ich hoffe, dass der Mainstream-Horror relativ stabil bleibt. Wie oft habe ich jetzt Mainstream gesagt? Egal. Ich hoffe wirklich, dass die Filme wieder ein bisschen an Qualität gewinnen und ich, wie gesagt, 39 Millionen ist eigentlich ein gutes Budget für einen Horrorfilm. Ich weiß nicht, für wie viele hat man früher Hellraiser gedreht, bestimmt nicht 39 Millionen. Ich glaube, da waren wir vielleicht im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wenn überhaupt. Beste Beispiel ist ja auch wieder Terrifier. Der erste, glaube ich, so um die 100.000 und der zweite ja auch nicht recht viel mehr. Natürlich kann es jetzt nicht eins zu eins natürlich vergleichen, weil die ja jetzt nicht dieses. Ich glaube, Terrifier 2, glaube ich, hat 16 Millionen eingespielt weltweit. Das hört sich jetzt mal wenig an. Aber wie gesagt, der Film hat nur ein paar hunderttausend gekostet. Da ist natürlich schon das Verhältnis natürlich ein ganz anderes. Also man sieht schon, dass man, also natürlich kann sich vielleicht James Wan auch mal bei Damien Leone ein bisschen was abgucken, was der so macht. Weil der schafft es ja auch. Aber dann schafft sein Zeug nicht ins... Schafft es da sein Zeug nicht ins Mainstream-Kino, wenn er sich zu viel bei Damien abguckt. Das ist das. Ist natürlich auch die Frage, bei Damien, will er überhaupt ins Mainstream oder will er wirklich Genre bleiben? Aber weil du jetzt gerade deine Meinung zu dem Mainstream, also ich denke, bei Mainstream-Horror, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es so vom Level her so ein bisschen bleibt, wie es jetzt ist. Weil das bei Mainstream ist halt immer das Problem, ist natürlich erstmal die Frage, wie definiert man natürlich Mainstream? Sind das wirklich die Leute, die nur zu den großen Filmen ins Kino gehen? Würde ich jetzt mal sagen, das ist für mich Mainstream. Gleichen Abläufe und viele Jumpscares, das ist für mich Mainstream. Genau, und wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn jetzt sowas wie Conjuring jetzt mal in die Richtung geht, jetzt wie Terrifier oder wie diese ganzen anderen
etwas härteren Horrorfilme, ich glaube, dass die Leute es dann gar nicht mehr, also dieses typische Mainstream-Publikum würde, glaube ich, dann einen Bogen um den Film machen. Also das ist, glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert, dass man, wenn du ein gewisses Publikum erreichen willst und auch eine gewisse Anzahl an Leute erreichen willst, dann glaube ich, kannst du gar nicht oder nicht recht viel anders, als was jetzt gerade im Kino läuft. Weil, glaube ich, sonst würden die Leute nicht reingehen. Ja, kann man auch so sehen. Ich habe übrigens noch mal nachgeschaut, der erste Hellraiser, was schätzt du? Du hast gesagt, einstelliger Millionenbereich, ne? Maximal, ja. Aber der ist ja auch schon ewig alt, also würde ich jetzt mich nach unten sogar korrigieren. Ich würde jetzt sagen, so ein vielleicht ein mittlerer, sechsstelliger Bereich, also sowas, dich 400.000 oder so. Er hatte ja schon ein Produktionsstudio und es ist ja auch ein richtig geiler Film. Und er hat auch viele praktische Effekte, Ekeleffekte. Der hat, um genau zu sein, genau 1 Million gekostet. Das ist schon recht wenig für einen Horrorfilm. Also für einen Horrorfilm jetzt nicht, aber für einen Film, der so einen Kultstatus heute besitzt, ist das schon wenig, würde ich sagen. Ja gut, da kannst aber dann alle durchgehen. Ich glaube, dass der erste Halloween damals ja auch nicht recht teuer war und hat heute Kultstatus. Oder guck dir den ersten Evil Dead an von Sam Raimi. Der hat, glaube ich, auch ziemlich wenig gekostet. Ist jetzt auch so ein Kultstatus. Also diese ganzen alten Horrorfilme, die waren damals alle recht billig. Ja, ich meine ja nur, weil 40 Millionen, fast 40 Millionen für einen Horrorfilm, das ist schon krass. Und dann kriegen sie es trotzdem nicht auf die Reihe, einen guten zu machen. Das ist schon ja, da schäbig. Geht natürlich halt viel für Effekte drauf. Das die hat, dann glaube nicht ich, auch einen Unterschied vom heutigen Horrorkino zum vielleicht vor 20 Jahren noch, dass natürlich vieles nur noch über Effekte gelöst wird und wenig über dieses Handgemachte. Was schätzt du, wie viel der erste Halloween gekostet hat? Ja gut, das ist ein Film aus den 70ern. Ja. Boah, 300.000 würde ich jetzt mal sagen. Sehr gut, sehr gut. 325.000. Ja, das ist schon bin ich krass. Nicht mal so weit weg. Genau. Und das war halt für damalige Verhältnisse auch schon viel Geld. Also da glaube ich schon, da merkt man, dass das Horror-Genre jetzt auch über die Jahre hinweg diesen Weg weiter, also dass man schon sieht, dass was die Filme, also die, sag ich mal, größeren Filme Budget haben, dass das mit der Zeit auch mitgewachsen ist, aber trotzdem ist natürlich jetzt 40 Millionen im Vergleich jetzt zu vielen anderen Filmen ist das ja wenig. Also ich glaube nicht, dass ein heutiger Marvel-Film mit 40 Millionen Budget auskommen würde. Das verliert allein Robert Downey Jr. schon mit einem Film. Ja, das stimmt leider. Und die Effekte, die dann ja nicht mal gut aussehen, weil diese Artists, die diese Effekte bearbeiten, nicht genug Zeit bekommen. Die stehen ja ständig unter Stress, wenn die von Marvel oder andere Großproduktionsfirmen arbeiten. Das ist ja das Schlimme. Deswegen sieht das dann auch so kacke aus. Und es ist trotzdem so schweineteuer. Und wenn man so viel Geld in einen Film steckt, dann erwartet man als Zuschauer, also wenn Studios das machen, dann erwartet man als Zuschauer doch einen halbwegs okayen Film, der auch halbwegs realistisch aussieht. Und wenn du dann so einen Film wie The Flash hast, zum Beispiel, wo die Effekte ja wirklich, ich sag nur das mit den Babys, ne, am Anfang, ach, schrecklich, die Effekte. Aber da muss man jetzt, da hast du recht natürlich, da muss ich jetzt aber dann trotzdem wieder so eine Lanze für Conjuring brechen. Im Vergleich dazu sieht Conjuring noch, oder diese die ganzen Filme aus dem Conjuring ja noch verhältnismäßig gut aus. Ja gut, da hast du jetzt auch nicht so Science-Fiction-Effekte, muss man dazu sagen. Da musst du natürlich auch Monster oder Übernatürliches darstellen, aber du kannst mal einen Eimer schweben lassen. Das kannst du auch ohne visuelle Effekte machen. Kannst du mit irgendwelchen Seilen oder so machen. Und ja, das stimmt. Machen das ja aber sicherlich auch noch handgemacht mit Masken. Da geben die sich Mühe, da habe ich erst recht. Aber stell dir mal vor, die würden das alles mit solchen Effekten wie Marvel machen, wie schrecklich das dann aussehen würde. Also das will auch keiner. Das stimmt, ja. Ja, dann würde ich sagen,
wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich auf der NAN 2. Also ich freue mich sogar sehr auf der NAN 2. Das ist doch schön, wenn sich jemand freut. Wenn sich wenigstens eine Person freut. Den Zuschauern berichten in einem der nächsten Podcasts, wie ich den Film fand. Wir werden sicherlich vielleicht auch in einem anderen Podcast mal kurz drüber quatschen. Aber ich muss trotzdem abschließend sagen, auch wenn ich jetzt bei dem Conjuring-Universum jetzt nicht jeden Film auswendig im Kopf habe, bin ich trotzdem froh, dass es diese Filme gibt, weil die einfach für mich so im Horror-Genre doch nochmal so ein bisschen was Neues auch aufgezeigt haben mit diesen ganzen Übernatürlichen, mit, wie gesagt, jetzt auch mit diesem Valak. Also ich gucke, wie gesagt, Conjuring 2 ist für mich der beste Film daraus. Also ich gucke sowas schon gerne und ich hoffe natürlich, dass es noch den ein oder anderen Film gibt. Was ich natürlich nicht hoffe oder nicht möchte, ist, dass man jetzt dieses Universum, sage ich jetzt mal, derart auspresst oder in die Länge zieht, dass man wie bei Fast and Furious irgendwann bei Teil 20 ist oder Teil 30. Ich hoffe vor allem, dass diese Filme nicht so dumm werden. Wie ein Fast X zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Lasst Conjuring nicht zu Fast and Furious verkommen. Wisst, wann Schluss ist. Und genau. Was wollte ich noch sagen? Wer meine Kritik zu The Nun 2 lesen möchte, kann mir gerne auf Instagram oder Letterboxd folgen. Nur als deine Werbung auch. Da ist mein Name The Movie Critic. Ja, das war's von mir. Ich wollte es nur sagen, weil ich werde sicherlich auch mal mit Martin in einem Video drüber reden. Spätestens bei den Flops des Jahres. Nein, Spaß. Wir wissen es noch nicht. Also aber, ich weiß jetzt schon, was einer deiner Flops sein wird. Ja, da reden wir dann privat drüber. Wir wollen ja nicht die Zuschauer spoilern. Obwohl ich eigentlich den Film nicht schlecht fand. Ich weiß doch. Ist doch auch dein gutes Recht. Aber ja, The Nun 2, es wird interessant. Mal gucken, ob ich im Kino einschlafe oder ob ich erschrocken da sitze. Ich bin gespannt. Wir können ja jetzt noch zum Abschluss so eine kleine Wette abschließen. Also ich wette, der Nun 2 wird bitte bei den Flops dabei sein. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt mal sagen, der Nun 2 ist bei mir bei den Highlights dabei. Wow, würdest du das jetzt schon sagen? Und was ist, wenn du dann ganz enttäuscht aus dem Kino kommst und genau, ich ganz entzückt und sag dann, der Nun 2 muss auf Platz 1. Dann ist er zumindest bei einem von uns in der Top-Liste dabei. Ja. Nee, ich glaube, ich habe wirklich meine Erwartungen runtergeschraubt. Ich glaube, er wird bestimmt sehr mittelmäßig, aber dass er jetzt so richtig schlecht wird, das hoffe ich nicht. Wir werden es dann sehen. Du wirst dann meinen einen Punkt sehen auf Letterboxd. Ja, mal dann gucken. Werde ich dir erstmal kurz entfolgen. Sehr gut. Und wenn du Captain Marvel 2 gut bewertest, ich dir auch. Stimmt, der kommt ja auch noch. Ja. Oh je, oh Schreck, lass nach. Ich glaube, dann müssen wir auch nochmal den Podcast vorher machen. Ja. Aber nicht über Captain Marvel 1. Bitte nicht. Das wird die Hölle für mich. Nein, wir werden es vielleicht in einem Podcast mit einbauen. Okay. Ja, okay, das geht. Na gut, dann haben wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Und dann würde ich sagen, lass das Gruseln beginnen mit der Nun 2. Ich werde natürlich auch eine Kritik dazu machen und ich werde, wie gesagt, in einem der nächsten Podcasts vielleicht auch ein paar Worte dazu verlieren. Dann hat es mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ebenfalls, danke. Ich freue mich auch schon auf unser nächstes, kann ich hier auch noch ankündigen, auf unseren nächsten Trash-Watch. Jetzt dann im Oktober. Da bin ich auch schon wieder sehr ganz richtig heiß drauf. Ich war auch, aber ich habe ehrlicherweise vergessen, welchen Film wir schauen. Irgendwas mit 6, glaube ich. Ja, ich habe das gerade auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben. Okay, irgendwas mit, ja, irgendwas Dummes halt wieder. Ist es wie immer. Ja, wir wollten die Trilogie mit 6 zu haben.
Genau, genau. Also wir wollten quasi aus diesen 6-Pod 1 und nicht 6-Pod 2 eine Trilogie noch machen und haben uns dann dafür entschieden, dass wir dann noch einen dritten Film zum Thema Sex gucken werden. Der dritte Film, der Sex im Titel hat, aber ob es da auch Sex zu sehen geben wird, das weiß man noch nicht. Das werden wir sehen. Bei 6-Pod 2 gab es keinen Sex. Im zweiten 6-Pod gab es ja auch nichts. Da gab es einen Mann mit langen Haaren zu sehen und das war's. Genau. Ja, ich glaube, mir habe ich jetzt auch gar nicht zu sagen mehr. Hast du noch irgendwas auf die Schnelle, was du noch mitteilen möchtest? Keine Ahnung. Ich würde nur sagen, wir haben vergessen, heute zu sagen, was wir als letztes gesehen haben. Das machen wir immer am Anfang. Das haben wir beim letzten Mal aber, glaube ich, auch nicht gemacht. Ah, okay. Also weil bei uns das letzte Mal ist dann das, was die Zuschauer bei der nächsten Woche erst sehen, weil wir haben ja ein bisschen asynchron aufgenommen. Ja, aber da haben wir es aber auch nicht gemacht. Na okay, dann ist egal. Dann habe ich auch nichts mehr zu sagen und wünsche allen eine gute Woche und schaut nicht in An 2. Oder ich weiß es noch nicht, ob es gut ist. Schaut irgendwas Schönes im Kino, was euch glücklich macht, ist mir egal. Habt Spaß. Tschüss. Also auf jeden Fall, guckt alle dann an. danke ich natürlich allen fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, wir konnten euch heute ein bisschen über das Conjuring-Universum aufklären, dass es nicht nur aus Conjuring 1, 2 und 3 besteht, sondern dass da noch ein bisschen mehr dran hängt. Dass natürlich nicht alles Gold ist, was da glänzt, das muss man auch dazu sagen. Und bin natürlich gespannt, was die Zuschauer, wenn sie dann Nan 2 gesehen haben, was sie uns mitteilen werden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche allen eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Es kann sogar sein, dass es der Ari Aster Podcast schon wird. Und ansonsten folgen ja noch ein paar Unboxing-Videos. Da habe ich noch ein bisschen was im Köcher. Und es kommt auch demnächst noch ein Bats und Terrence Video, weil jetzt demnächst noch da was veröffentlicht wird. Aber dazu dann im Podcast zu gegebener Zeit mehr. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.